Uff, oh, ist das anstrengend gewesen. Jetzt endlich mal aufstehen. Diese Streams regen mich schon ständig auf, ey. Erstmal etwas essen und dann an den Tisch. Oh, der hat keine Stühle. Du Huhn, du gehst hier nicht rein. Oh, ich muss mich entspannen. Ja, herzlich willkommen beim 500 Abonnenten-Spezial. Es ging so schnell. Ich habe am August wieder angefangen und bin jetzt schon bei 500 Abonnenten wieder. Ich hatte wirklich beinahe 200 verloren, weil Leute einfach weggingen, dachten, ich kann nicht mehr aufnehmen wegen Krankheit und so weiter. Aber jetzt doch habe ich das endlich wieder sozusagen geschafft, dass ich wieder ein bisschen berühmter bin. Ich hatte wirklich zeitweise 300, 400 Abonnenten, dann wieder zurück auf 200 und dann wieder auf 500. Ich möchte euch einfach mal ein bisschen erzählen, was mir so auf YouTube schon passiert ist. Ich habe 2006 im Oktober, nein, im August habe ich mich registriert bei YouTube und habe den Kanalname Drago Basler genommen und habe dort ein paar Leute kennengelernt. Ich habe eigentlich nur GTA San Andreas Videos gemacht damals, weil es mein Lieblingsspiel war, heute immer noch eigentlich recht gut und beliebt bei mir ist. Aber ich habe eben nur noch die Steam-Version und ich eventuell möchte ich hier einfach nicht so bringen, weil sie natürlich gecapped ist, also ein paar Video, ich glaube, nein, Videosequenzen sind nicht rausgenommen worden, aber Songtitel sind rausgenommen und andere Sachen sind genervt. Ich glaube sogar eine Mission weniger. Auf jeden Fall habe ich einfach San Andreas Streams gemacht, Streams, Videos gemacht über, ja, lustige Sachen und so weiter und habe dann 2009 den ersten Let's Player kennengelernt, der natürlich genau das gemacht habe, was ich auch gemacht habe, Gameplay-Videos, die dann zum Let's Play wurden, weil er natürlich etwas sagen konnte. Ich hatte da noch kein Headset, ich wusste gar nicht, dass es Headset gibt, damals noch. Ich weiß auch nicht, wieso ich das nicht kennengelernt habe früher. Auf jeden Fall habe ich dann ja, den kennengelernt. Er heißt Waldis348 und er ist momentan auf YouTube als Waldis348X, glaube ich. Und es war der erste deutsche YouTuber, Let's Player. Und dicht gefolgt vom Gronkh. Aber ich habe ja eigentlich schon früher Let's Plays gemacht, einfach ohne Aufnahme, also ohne Ton. Dann bin ich eigentlich der erste deutsche Let's Player, der einfach, ja, Gameplay-Videos gemacht hat. Zusammenhängende Gameplay-Videos, also eben genau das, was Let's Player heutzutage immer noch machen, einfach ohne Sprachaufnahme. Also bin ich sozusagen der erste YouTuber, deutsche YouTuber, der Videos gemacht hat über Games, die vollwertig waren, also das ganze Game aufgenommen hat. Ja, dann war ich mega Fan von diesem Waldis348 und habe ihn dafür unterstützt. Ich war ein sehr, sehr netter Mensch damals und heute immer noch. Und zu einfach Sachen machen für andere Leute, ohne Werbung zu machen zum Beispiel und alles Mögliche. Ich hasse ja Werbung, müsst ihr verstehen. Weil ich so missschikaniert wurde durch Werbung, das könnt ihr fast nicht vorstellen. Deshalb bin ich ein YouTuber, der überhaupt keine Werbung annimmt und auch keine Werbung macht. Außer eben das, was halt YouTube auch will. So, dann habe ich relativ früh auch den Xenix kennengelernt. Der heißt heutzutage, glaube ich, noch Xenix. Oder irgendwas Microgamer oder so etwas. Weiß auch nicht, wie er hieß, noch zwischendurch. Und ja, der war auch mein guter Kollege, den habe ich unterstützt. Der hat das erste Minecraft-Video hochgeladen. Damals hatte ich das Minecraft schon gehabt. Ich habe ja die InDev schon gehabt. Und ja, ich habe bei GameStar, glaube ich, GameStar.de von diesem Spiel empfohlen mal bekommen. Also die haben das erste ein der erste Einblick gemacht und glaube ich sogar ein Video gemacht davon. Ah nein, das Video kam erst später, genau. Aber auf jeden Fall haben sie einfach mal eine Ankündigung gemacht und ich habe natürlich das Spiel direkt gedownloadet.
Damals war das noch kostenlos und dann kostete es, glaube ich, 10 Euro, ja. Und ich habe es dann mit 10 Euro natürlich wieder kaufen müssen, weil mein Account gehackt wurde. Mein YouTube-Account wurde mitgehackt. Also es wahrscheinlich hat jemand die Verbindung, also wahrscheinlich war es ein Phishing oder so etwas, das wusste ich auch damals gar noch nicht. Damals gab es noch gar kein Phishing und so weiter. Und deshalb konnte ich das einfach gar nicht mehr verstehen, oder? Also habe ich einen neuen Account gemacht, neu ja, den Account gekauft hat, weil er dort schon 10 Euro gekostet hat. Und das war der Dragobase Account. Danach habe ich Minecraft aufgenommen. Also zuerst ist dann 2010 geworden, Juni war es geworden. Ich habe endlich einen neuen PC gehabt. Nicht mehr so ein Scheiß-PC, der nicht mal lagfrei geht, ja, San Andreas aufnehmen konnte. Also normal lief es lagfrei, einfach bei Sturm lief es nicht lagfrei, aber bei normalem Regen und Sonnenschein lief es lagfrei, oder? Ich habe Gronkh natürlich extrem gemocht, weil er schon größer wurde. Aber er wurde erst seit ungefähr November 2010 berühmt durch Minecraft dann. Aber eben dieser Xenix hat ein Minecraft-Ding. Der hat eine Bucht, der war bei einer Bucht in einem Berg, der hohl war auf einer Seite, also Richtung Bucht. Und hat er zu einem Piratentempel gemacht. Das war so genial, er hat ein Totenkopfgesicht dorthin gemacht und so weiter. Und es war einfach genial, er war ein super YouTuber. Und leider ist er heutzutage nicht mehr so gut, vor allem die Qualität hat er abgenommen bei ihm, schade. Wahrscheinlich hat er ein schlechtes Herz oder so. Auf jeden Fall habe ich dann die ersten Videos gemacht mit Oblivion und Diablo 2. Und ich kam schon relativ schnell auf 20 Abonnenten und dann war ich sehr lange auf 20 Abonnenten fest, weil ich einfach keine Werbung machte. Auf YouTube musste man damals schon viel Werbung machen und ich mache keine Werbung. Und deshalb bin ich auch so stolz auf 500 Aufrufe, Abonnenten. Dankeschön, hä? Und eben ganz viele Aufrufe, glaube ich, 150 oder 250.000 Aufrufe habe ich, irgendwo so etwas. Also ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, ich muss. Ja, ich mache es jetzt nicht wegen Vollbildmodus, kann ich nicht in den linken Bildschirm gehen. Tut mir leid, ich bin sehr müde, also falls ich ein bisschen schlecht rede. Auf jeden Fall habe ich dann Videos über Skyrim gemacht, das Skyrim erschienen ist 2011. Aber, oh, ich habe einen Erfolg nochmal bekommen. 2010 habe ich eben nur wenige Videos noch gemacht. Und danach hatte ich. Nein, danach ist der Account dann gehackt worden. Danach war es, das war anfangs 2011. Auf jeden Fall habe ich Skyrim dann natürlich gefeiert, dass es angekündigt wurde. Und der Trailer müsst ihr euch mal anschauen von Skyrim. Der original englische Trailer, ja, der deutsche Trailer ist auch sehr gut. Aber auf jeden Fall, hier kommt übrigens der Drache hin. Also ich kann mal schnell zeigen. Auf jeden Fall habe ich dann natürlich Skyrim aufgenommen, ganz viele. Aber ich wurde nie gefunden. Meine Videos wurden nicht gefunden von den Leuten, also habe ich nicht viele Abonnenten durch Skyrim bekommen, aber durch Minecraft. Und deshalb habe ich relativ schnell 100.000 erreicht und habe ja, dann immer wie mehr Abonnenten bekommen, bis auf 250 ungefähr. Dann habe ich Regnum begonnen und habe durch Regnum auch sehr viele Abonnenten bekommen und habe ungefähr 430 erreicht. Dann habe ich in eine WG ziehen müssen. Und dort habe ich so schlechtes Internet gehabt. Da habe ich nur 8000 Kilobyte pro Sekunde gehabt. Und es hat immer gestottert mit Fraps. Deshalb habe ich, ja, bin ich zurückgekehrt. Und damals habe ich schon, als ich zurückgekehrt war, habe ich schon einen neuen PC gehabt. Der mega gute PC mit der GeForce GTX 980. Quad. Also vier Kerne. 20.000 Videospeicher. Und ja, die 8-Core-CPU. Intel i8, glaube ich.
Auf jeden Fall mega guter 32 GB RAM. Außerdem habe ich ja alles dann wieder gekauft, ein neuer Bildschirm, der curved war mega cool. Also der Bildschirm habe ich immer noch, der verwende ich aber gerade nicht im Video, sondern der ist links neben mir, also neben dem Bildschirm, den ich aufnehme. Und ja, seit neuestem habe ich eine Webcam. Ich bin richtig glücklich, dass mich alle Leute jetzt auch sehen, oder? Und seit eben August bin ich wirklich wieder sehr oft am Let's Playen, andere Videos machen, also Gameplay und Let's Shows. Bald mache ich ja Vlogs. Und eben die Livestreams kommen mega gut an, vor allem von Minecraft. Richtigen vielen Dank dafür. Jetzt bin ich einfach der glücklichste YouTuber. Also es geht gar nicht glücklicher. Das müsst ihr wissen. Ich bin so glücklich, dass es nicht mehr glücklicher geht. Jetzt habe ich zum Beispiel hier einen Shader drin. Ich habe beste Qualität mit Optifine mit drei Texture Packs. Ich verwende drei Texture Packs. Und ja, eben diese 3D. Ich muss gerade schauen, was 3D ist. Zum Beispiel dieses Banner ist 3D. Alles Mögliche in 3D. Zum Beispiel die Kisten hier. Es ist gerade dunkel, ich muss kurz Licht machen. Zum Beispiel hier. Seht ihr, das ist alles 3D. Das habe ich einfach, da ich so eine gute Grafikkarte habe und alles flüssig. Ich kann kurz schauen, wie viel FPS ich habe. 30 FPS, weil es gecapped ist. Schauen wir mal, hä? Schauen wir das mal an. Wie viel FPS habe ich? Ja, bitte nicht cappen, ja. Ich habe 27, ja. Kannst du nicht bitte, hey, ich habe nicht gecapped. Hallo. Kannst du bitte normal gehen? Scheinbar habe ich wirklich nicht mehr. Ja, ich habe nicht mehr FPS. Weil einfach der Shader ist die Extreme Edition von Sealed, du hast Vibrant Shaders. Und es ist einfach Wahnsinn, dass es auf dem PC eigentlich recht flüssig geht. Hä? Also ich müsste wahrscheinlich die NVIDIA-Einstellungen noch runter machen. Ich habe NVIDIA-Experiments mega aufgetuned alles und ja. Das ist Wahnsinn. GeForce GTX 80, 980. Quad habe ich eben. So. Also das war's mit dem 500 Spezial. Hä? Ich kann leider keine auf Webcam machen hier. Tut mir leid. Ah, oh, der hat schon wieder getrollt. Oh Mann, alle müssen immer trollen. Wie doof das ist, ey. Leute, hört bitte auf trollen auf meinem Server. Aufhören. Nur noch kleine Trolls machen, bitte. Gell? Sieht zum Beispiel auch nicht gerade so gut aus, dieser Streifen hier im Wasser. Aber das ist eben der Shader. Der kann manchmal einfach ein paar Fehler haben. Jo, also, zum Abschluss gibt es noch Kevs Burg. Der wohnt hier hinten, also nicht der Kev Gamer, sondern der 1997. Das ist seine Burg. Sorry, dass ich so wenig Sichtweite habe, aber ich muss das noch einstellen. Also, ich habe ja Sichtweite weit und trotzdem wird es dann wieder zurückgesetzt auf wenig. Ich weiß nicht genau, also Chunk-Updates kann ich auch wieder anmachen. Also, ich möchte ja ungern sagen, dass ich manchmal Probleme habe mit Hardware und mit Einstellungen und so weiter. Deshalb finde ich es auch cool, dass mir zwischendurch auch hilft. Und wenn ich jemand habe, der sich ganz gut auskennt mit Grafik und so weiter, dann geht es auch viel besser. Also jetzt geht es wieder automatisch. Seht ihr? Ich muss nur kurz hier Grafikeinstellung Sichtweite auf 18 machen und wieder zurück. Und schon ist die Auflösung wieder sehr gut. Also, es geht halt nicht größer. Ich kann das in der Server-Properties nicht einstellen, dass die Sichtweite auf Maximum ist. Das kann man irgendwie gar nicht machen. Liegt es am Host oder an der Server-Properties? Bitte, Mojang, macht höhere Grafikeinstellungen. Macht mal Java weg. Oder die Windows 10-Version besser. Abgedatete. Ich würde sicher mal die Windows 10-Update benutzen, aber dann kann ich, glaube ich, gar nicht mehr joinen auf dem Server oder so. Keine Ahnung. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß noch mit meinen Videos und schöne Weihnachten.
schönes neues Jahr. Ich werde jeden Tag Videos machen und Livestreams, das könnt ihr auf mich vertrauen. Ich werde Kickboxen gehen, also kann es sein, dass ich wirklich nicht Livestreamen kann, aber ich schaue, dass ich jeden Tag ein Video hochladen kann. Und wenn ihr halt länger online bleiben könnt, dann könnt ihr mir auch in der Nacht manchmal Livestreamen sehen. Ich werde sicher auch mal ein 24 Stunden Livestream machen, 36 Stunden Livestream. Und ja, einfach wünschen, was ihr wollt, gell? Wünscht es bitte. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos oder Livestreams, wenn ihr Lust habt, gell? Dankeschön und auf weitere 100, dann bekomme ich endlich den bronzenen oder silbernen YouTube-Award. Ich bin so glücklich. Dankeschön und wir fliegen gerutzt mit dem Raumschiff weg. Hä? Ich fliege mit dem Raumschiff zu euch nach Hause und besuche euch mal ein bisschen. Hä? Gut. So. Ja, tschüss.